Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir möchten heute über das Thema Kommunikation mit den Kunden sprechen. Wenn dich das interessiert, bleib auf jeden Fall dran und ansonsten lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich nach dem Video wieder. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist wie immer Nico Becker. Ich habe mir heute den Sarah Chamo an meine Seite geholt und wie gerade eben schon kurz besprochen, wollen wir heute über das Thema Kommunikation mit dem Kunden sprechen. Das heißt, mir geht es jetzt vor allem darum, was kannst du tun, nachdem der Kunde bei dir gekauft hat? Wie sollte man jetzt einen Kunden abfangen? Weil ich höre das leider immer wieder bei uns in den Gesprächen mit unseren Partnern. Es gibt irgendwie ganz viel Streit mit Bestandskunden. Der Chef muss nochmal raus auf die Baustelle und irgendwie läuft das immer alles anders, als man sich das vorgestellt hat. Kunden wollen ihre Rechnung nicht bezahlen. Und ja, am Ende des Tages hast du ja das gemacht, wofür du antrittst in deinem Vertrieb. Du hast den Kunden abgeschlossen, aber danach geht irgendwie erst der Ärger los und ich gehe da manchmal ein bisschen tiefer rein mit unseren Kunden und man kriegt halt relativ schnell mit, okay, die meisten Probleme entstehen einfach in einer schlechten Kommunikation. Und ich will dir heute mal so ein paar Beispiele mitbringen, was das bedeutet. Ich will dir aber auch natürlich ein Beispiel mitbringen, wie man das Ganze anders machen kann, damit du einfach weißt, okay, wo musst du da bei dir vielleicht noch ein bisschen nachjustieren. Also die erste Sache, die mir ganz häufig auffällt in den Gesprächen, ist das Thema Deadlines. So, wenn wir im Handwerk unterwegs sind, dann geht es ja immer darum, das Terrassendach soll dann und dann stehen. So, die Küche soll dann und dann fertig sein, weil dann brauche ich sie, dann muss ich kochen, den ziehe ich ein, wie auch immer. Das heißt, wir arbeiten oder unsere Partner im Handwerk arbeiten ja immer mit einer gewissen Form von Deadlines. Das Erste, was ich dir da wirklich an die Hand geben möchte, ist transparent und realistisch zu werden. So, es ist natürlich manchmal so, das ist ein ganz normaler Interessenkonflikt, wenn ich jemanden habe, der vielleicht bei mir was kaufen möchte. Dann sage ich denen natürlich auch, ja, okay, in 3 Wochen kriegen wir das hin, obwohl ich eigentlich weiß, okay, in 4 Wochen ist es vielleicht doch erst soweit. Das heißt, man schafft da vielleicht manchmal ein bisschen falsche Erwartungen. Und wenn du das Gefühl hast, dass sowas passiert, würde ich das gar nicht mal als so schlimm betrachten, ja, weil am Ende des Tages hast du dann ja einen Grund gefunden, warum der Kunde bei dir kauft. Entweder kannst du es denn erfüllen oder du merkst vielleicht, okay, du kannst es nicht erfüllen. Das Wichtige ist dann aber wirklich ehrlich und transparent dem Kunden das schnellstmöglich, und das ist ganz, ganz wichtig, schnellstmöglich mitzuteilen. Weil es ist extrem schlecht, wenn du dem Kunden sagst, passen Sie auf, morgen soll die Küche eingebaut werden. Ich muss Ihnen aber sagen, das geht doch erst nächste Woche. Wenn du die Information hast, musst du direkt an den Kunden. Das heißt, hier geht es wirklich, wenn wir über Deadlines sprechen, um Schnelligkeit. Weil ich denke, da draußen ist es für viele Leute oder auf jeden Fall für mehr Leute vertretbar, wenn ich weiß, dass mein Termin in 2 Wochen sich verschiebt, als wenn ich weiß, dass es sich morgen verschiebt. Das ist extrem ärgerlich. Und wenn das bei dir im Tagesgeschäft irgendwie untergeht, dass eine Deadline mal verschoben werden muss und der Kunde erfährt das aber erst 1 Woche später, als du es weißt, da musst du das auf jeden Fall ändern. Da muss irgendeine Form von Prozess dahinter. Da muss im besten Fall auch jemand im Backoffice arbeiten, Kundenbetreuer, der wirklich eng mit dem Hersteller verbunden ist, eng mit den Monteuren verbunden ist und am Ende des Tages dann auch eng mit dem Kunden verbunden ist. Ich habe noch eine zweite Sache, die ich hier mitgeben möchte und das geht dann auch wieder in die Richtung Erwartungsmanagement. Und zwar, was passiert nach dem Kauf? Also wirklich unmittelbar nach dem Kauf, der Moment, wo ein Kunde bei dir eine Unterschrift setzt, was passiert dann? Weil man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie so eine Stoppuhr, die läuft. Ja, das heißt, der Kunde setzt von mir aus seine Unterschrift irgendwo drunter, schiebt dir den Kaufvertrag rüber und dann muss was passieren. Warum muss dann was passieren? Weil der Kunde für sich gerade die Entscheidung getroffen hat, dir in naher Zukunft 20.000 Euro zu überweisen oder 10 oder 30 oder wie auch immer. Das heißt, für den Kunden ist das ja schon passiert. Es ist gesetzt, er hat unterschrieben, er hat dir sein Angebot zurückgeschickt, er hat in irgendeiner Form dein Angebot bestätigt und dann läuft quasi die Uhr. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, es vergehen 3 Tage, es vergehen 4 Tage. Du rufst den Kunden an, sagst, ja, wir haben jetzt schon Material bestellt, wann können wir dann vorbeikommen, so ungefähr. Das ist einfach nicht schön. Der Kunde hat in dem Moment, wo die Unterschrift setzt oder vielleicht 1 Stunde später das Gefühl, war das jetzt die richtige Entscheidung, die ich da gerade getroffen habe? Und ich will dir jetzt mal ein Beispiel mitgeben von einem Partner von uns, der das Thema aus meiner Sicht gemeistert hat. Ich sage nicht, dass jeder Partner das so machen muss, aber das soll einfach mal ein Beispiel dafür sein, wie man es machen kann. Und zwar läuft das Ganze da folgendermaßen ab. Der Kunde von uns, der hat mehrere Videos aufgenommen, so wie wir das jetzt auch machen, also eigentlich nichts Kompliziertes. Jemand macht eine Kamera an, der andere redet da rein. Und diese Videos sind hochgeladen in einer Plattform, wo man sich die angucken kann. So bekommen unsere Partner auch. Da gibt es diverse Videos, wo man sich eben ja, entsprechende Informationen holen kann zum Thema Anfragen. Und solche Videos hat er für seinen Kunden auch aufgenommen. Und das sind so ganz simple Videos. Wie geht es jetzt weiter? Was passiert als nächstes? Steht denn zum Beispiel, herzlich willkommen bei der Firma A&M, Sie sind jetzt Kunde geworden. Ich will nur kurz erklären, dass das und das passiert als nächstes. Das muss gar nicht aufwendig sein. Alleine, wenn du solche Videos hast, bist du wahrscheinlich in den Top 2 oder 3% in deinem Markt. Ich habe das wirklich noch nicht häufig gesehen und wir betreuen extrem viele Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und du musst dir mal vorstellen, was das für ein Unterschied ist. Der Moment, wo die Auftragsbestätigung eingeht bei unserem Kunden, wird einmal auf den Knopf gedrückt, die E-Mail-Adresse bekommt eine Einladung zu einem Videokurs.
Da sind 5 Videos drin, wo der Geschäftsführer hinter der Kamera steht, sich bedankt, dass der Kunde Kunde geworden ist, einmal erklärt, was als nächstes passiert, einmal erklärt, an wen er sich wenden kann, wenn es irgendeine Rückfrage gibt, einmal erklärt, was passiert, wenn es Reklamationen gibt, wie er das Ganze einzureichen hat. Du kannst dadurch diese, ich will es jetzt nicht Kaufreue nennen, es ist vielleicht so eine kleinere Version von der Kaufreue, die da entstanden ist, aber das kannst du mit so 5 Videos komplett aus der Welt schaffen. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte ich das machen? Der Kunde hat ja schon bei mir gekauft, warum sollte ich jetzt noch so viel Arbeit da reinstecken, dass er zufrieden ist? Ganz einfach, das wird sich darin zeigen, dass der Kunde zum Beispiel deine Rechnung schneller bezahlt. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, hey, ich habe hier ein Mittel, damit zahlen Rechnungen im Schnitt deine, oder damit zahlen Kunden deine Rechnung im Schnitt 7 Tage früher, dann würdest du mich ja fragen, was ist das für ein Mittel? Und das ist zum Beispiel so ein Mittel, aus meiner Erfahrung einfach. Und es gibt da noch dutzende weitere Sachen, die man machen kann. Wie gesagt, ich sage nicht, dass das unbedingt ein Videokurs sein muss. Wenn man die Mittel hat, kann man das auf jeden Fall machen. Das bleibt aber auch viel mehr hängen. Also man muss da eindocken. Es gibt ja ganz viele, die Küchen vertreiben oder eine Klimaanlage verkaufen oder. Also von dem Endprodukt bis auf den Hersteller unterscheidet ihr euch nicht groß von den anderen. Aber wenn so ein Prozess, bleiben wir mal da drin und du bekommst dann diese Mail und es gibt halt, du fühlst dich abgeholt. Das erzählst du deinen Freunden und Bekannten viel eher, als nur die neue Küche zu zeigen. Ja. Also das ist halt auch, ich sag mal, ein Marketing-Effekt, den du für dich nutzen kannst. Deswegen ganz, ganz spannendes Thema. Ja, das war tatsächlich auch schon fast mein Schlusswort. Also wie gesagt, das Ganze kostet nicht viel. Vor allem kostet es nicht viel, sich einmal darüber Gedanken zu machen. Vielleicht macht es auch Sinn, auch wenn man trotzdem wahrscheinlich ein bisschen betriebsblind ist, den eigenen Verkaufsprozess mal zu durchlaufen oder mal zu überlegen, okay, wann hast du das letzte Mal 20.000 Euro irgendwo investiert? Von mir aus auch eine Unternehmensausgabe. Was hast du dafür bekommen? Wie hast du dich dabei gefühlt? Was hast du denn erwartet in dem Moment? Und hier macht es einfach Sinn, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, egal wie die Erwartung ist, wie kann ich sie im nächsten Schritt übertreffen? Das wird dir ganz, ganz viel Ärger auch hintenrum ersparen, wird dir wahrscheinlich auch mehr Empfehlungen ins Haus bringen, Google-Bewertung, alles, was dazugehört. Ist einfach eine extrem sinnvolle Sache, über die man sich Gedanken machen muss. Hast du dazu noch Ergänzungen? Nee, war eigentlich gut erklärt. Eine Sache fällt mir noch ein, weil du hast jetzt viel Nachkaufabschluss. Eine Sache ist noch besonders wichtig, weil wir über Kundenkommunikation sprechen. Eine Sache darf man nicht vergessen und das ist die alte Schule, nennen wir das gerne. Und das ist leider, muss man sagen, die Freundlichkeit am Telefon. Ich kann nur aus einem Beispiel vor kurzem, wo ich selber eine Anfrage gestellt habe bei einem Handwerker bei mir in der Region. Ich brauchte neue Rollos und da habe ich angerufen und die Dame hatte gar keine Lust mit mir zu sprechen und das kann schon viel kaputt machen. Also klar, alles ist danach wichtig, aber Kundenkommunikation gehört auch vorne. Solche Basics wie Freundlichkeit am Telefon, dass da jemand ist, der einfach dich positiv aufnimmt, weil das ist der Erstkontakt mit deinem Unternehmen. Also für mich war es der Erstkontakt. Und wenn der schon unfreundlich ist oder nicht positiv, dann kommt es erst gar nicht dahin, was du alles so schön geschildert hast. Ja, ja. Das habe ich noch anzudocken. Eine Sache habe ich denn tatsächlich auch noch, wenn wir schon über das Thema Telefon und Freundlichkeit sprechen. Ich sehe ganz viele Betriebe, also wirklich leider Gottes ein Großteil von unseren Partnerbetrieben, bei denen ich das immer wieder erkenne, da ist das gar kein präsentes Thema. Ja. Also ich will auch hier mal wieder ein Extrembeispiel anführen, muss jetzt nicht jeder so machen, aber ich habe schon von Unternehmen gehört und gesehen, die sowas wie Anruf, oder wie sagt man denn, wie Klingelversuche tracken. Das heißt, da gibt es eine Kennzahl im Unternehmen, wie häufig klingelt das Telefon bei einem eingehenden Anruf von einem Kunden, bis rangegangen wird. So, 5-mal ist natürlich schlechter als 3-mal, weil manche Leute bleiben nur bei 4-mal klingeln dran und dann sind die weg und dann denken die, habe jetzt 20.000 Euro investiert, aber ich kriege da keinen mehr ans Telefon. Es kommt ein bisschen darauf an, was für einen Menschen du da gegenüberstehen hast, aber manche Leute entwickeln dann ja schon eine Panik. Wenn die dich heute nicht erreichen, morgen nicht erreichen, dann ist irgendwie Wochenende, dann ist jemand im Urlaub. Auf einmal hast du das Gefühl, mein Geld ist weg. So, das kann wirklich schnell passieren. Also entwickel dafür auf jeden Fall so einen kleinen Blick, dass du wirklich guckst, okay, bin ich verfügbar für meine Kunden? Und wenn ja, bin ich freundlich am Telefon. Also das macht wirklich einen riesen Unterschied. Du musst dafür eigentlich nichts bezahlen. Du musst nur ein bisschen aufmerksamer sein an vielleicht 1-2 Punkten. Und du kriegst von deinen Kunden wirklich das 10-fache zurück an die Stelle. Ich glaube, dass die Verfügbarkeit heutzutage wirklich sehr, sehr stark unterschätzt wird. Also das ist mit das Wichtigste oder einer der wichtigsten Sachen, wenn ich jemanden anrufe, dass da jemand anruft. Oder auch ganz wichtig, dass vielleicht jemand diese verpassten Anrufe zurückruft. Ja? Also dass da wirklich angegangen wird, ja, okay, ich habe jetzt vielleicht vormittags nicht geschafft, die Telefonate anzunehmen, aber dass man proaktiv vielleicht auch zurückruft und sagt, ja, sie hatten ja bei uns angerufen. Auch ganz wichtiger Punkt. Ja, definitiv. Also du merkst schon, man kann das Thema natürlich in dutzende Techniken ausschlachten. Wir machen das tatsächlich auch mit unseren Partnern. Also wir reden dann nicht nur über das Thema Anfragen, das ist natürlich der Kern unserer Zusammenarbeit.
Aber gerade solche Sachen wollen wir auch weitergeben an unsere Partner, weil das sind, wie gesagt, alles Mittel. Muss man nicht direkt Geld für ausgeben, aber man kriegt wirklich großen Mehrwert zurück. Die Techniken selber gucken wir uns, wie gesagt, mit den Partnern in der Zusammenarbeit an. Es gibt so ein paar Grundregeln, die ja, wir dir heute einmal mitgeben wollten. Wenn dir das gefallen hat, wie gesagt, lass uns gerne ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video.